Herzlich willkommen aus der Toskana, der zweite Tag der Messe der BuyConnection Agency, auf der ich sein darf. Heute war nochmal ein intensiver Tag mit Meetings, morgen wird nochmal viel mehr geradet. Wir haben jetzt am Nachmittag auch nochmal Zeit, so ein paar Sachen auszuprobieren. Lustiger Fun Fact, ich habe mir heute von den Northwave-Leuten mal erklären lassen, wie deren Verschlusssystem genau funktioniert, nachdem ich es 2,5 Jahre lang bei meinen Schuhen falsch gemacht habe. Ich habe nämlich immer gedacht, um die Schuhe wieder lösen zu können, muss man hier drauf drücken, aber da geht es immer nur ein ganz kleines Stück lockerer. Viel einfacher ist, wenn man hier zieht und dann mit dem anderen Finger hier an dieser Schnur zieht, dann kann man nämlich in einem Rutsch ganz viel lösen. Ja. Und ich freue mich jetzt da einfach aufs Radfahren. How's it going? I'm good, how are you? Hey, good, we're live. Einmal aus der Tür rausgestolpert und schon läufst du dem nächsten YouTuber in die Arme. Ben Delaney. Wie geht's? Ben testet also heute die Vittoria-Reifen an dem Villierad und macht auch ein Video drüber. Den YouTube-Kanal von Ben kann ich euch wärmstens empfehlen, verlinke ich euch hier oben. Und wir gehen jetzt mal rüber zum Testcenter und schauen mal, was für ein Rad für mich jetzt da wartet. Beziehungsweise, ich habe keins bestellt, also muss ich mir eins nehmen, was da kommt. Und da ist auch schon Stefano. Just crushed my helmet on the stairs. You think it's gonna be a problem? You don't wear a helmet. Stefano kennt ihr wahrscheinlich auch noch von den Videos vom letzten Jahr, wenn ihr schon länger dabei seid. Wenn nicht, dann unbedingt abonnieren und dabei bleiben. Denn Stefano macht hier seinen Podcast, Broomwagon Podcast. Yes, Broomwagon in the Mediterranean way. In the Mediterranean way. Und das ist das Rad, mit dem wir gleich unterwegs sein werden. Was das kostet, erfahren wir auch gleich. Und jetzt kommt aber erstmal der Esculap Rennradsattel drauf, den ich jetzt zum ersten Mal fahre. Ein Traum hier. Los geht's. Die ganze Gruppe war jetzt nicht nur zum Spaß unterwegs, sondern wir wollten in einem Run gleich mehrere Eindrücke von neuen Produkten, die wir auf der Messe zum ersten Mal gesehen haben, testen. Zum Teststand also hier ein neuer Laufradsatz von Fulcrum. Der Speed 42 Rennrad Carbon Laufradsatz wurde mit Pirelli P-Zero Race 4S Reifen ausgestattet. Und an meinem Rad war jetzt auch noch der neue Esculap 612R Rennradsattel dran. Ach ja, und das Rad, das ist ein Colnago C68 mit einer Super Record EPS, also einer elektronischen Campagnolo, für 16.500 Euro. Und damit auch mit Abstand das teuerste Rad, auf dem ich jemals gesessen bin. So, ich glaube, ich soll es gar nicht so laut sagen, aber ich bin schon wieder ein halbes Jahr lang nicht Rennrad gefahren. Und es war schon wieder Endbock. Es ist einfach schnell, es ist mühelos, da jetzt mit dem 32 einfach so vor sich hin zu spazieren zu fahren. Und gerade wenn man ein bisschen Windschatten hat, das ist echt schön, um den Kopf frei zu kriegen auch. Das ist einfach Spaß. Und warum ich mich heute auch sicherer fühle als vor einem Jahr, es liegt unter anderem an der Felgenweite, wie ich gerade gelernt habe. Letztes Jahr bin ich hier mit relativ schmalen Felgen gefahren, wodurch dann auch der gleiche Reifen, zwar die Vorgängerversion von dem Reifen, den ich jetzt gerade fahre, das ist nämlich der neue Pirelli P-Zero, der jetzt dieses Jahr ganz anders gewoben ist. Da sind jetzt viel mehr Nähte verwendet worden. Dadurch ist der so ein bisschen flexibler als letztes Jahr. Was sich aber auch geändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, ist die Felgenmaulweite. Denn auch jetzt habe ich den Laufradsatz von Fulcrum und der hat eine Maulweite von 23 mm, was ziemlich viel ist für ein Rennrad. Und insgesamt ist man damit dann auch komfortabler unterwegs. Und dieser 28 mm Reifen sieht jetzt hier eigentlich fast aus wie so ein 30 mm Reifen auf einer schmaleren Felge.
And compared to last year, I feel a lot more comfortable, with more confidence in corners. Why is that? What did you change? Yeah, exactly. It's a matter of, for sure, the rim height, because last year you tested the 55, now you're testing the 42. Yeah. But most important, we changed the inner rim width, pushing it from 19 millimeters to 23. Wow, so 4 millimeters wider. Yeah. What does it do with the tire width then? Yeah, we studied the width, planning and use of a 28 millimeter tire. Yeah. Around a 28 millimeter tire. So, sort of standard, I mean, not standard, but common choice for road cyclists. So, yeah, 28, if you can ride also 25 if you want. You can do it, and safe, totally safe, you can ride with a 30 or a 32. Yeah. But yeah, super versatile wheel, safe, sturdy, 24 spokes, front and rear, ceramic bearings, similar to the one that you already tested, but so super smooth, and that's with a nice package, because it's around 2,000 euro. Yeah. 2,000 pounds or 2,100 euro. So for both 42 and 57 models, so same price. Do you know the weight of the wheel set? Like 1 kilo and 400 grams, okay. 410 for the 42, if I'm right. And it's available from May 6th on? Yeah, the 42, yes. The 57, I have to wait a little bit because we're still, we had a little bit of delay in production, so we will arrive on the shelves at around June. So, yeah, beginning of June probably. Okay. Awesome. Thanks, man. Thank you for time. Yes. Es kommt jetzt auch nicht jeden Tag vor, dass ich eine super Record EPS an dem Rad dran habe, aber ich genieße es gerade richtig. Vor allem, wenn man erstmal nach einer halben Stunde verstanden hat, wie die Schaltlogik ist. Aber was richtig geil ist an der Super Record EPS, ist, wie sanft man den Bremspunkt ansteuern kann und vor allem auch halten kann. Das ist gerade, wenn man so Serpentinen runterfährt, super angenehm und gibt einem dann auch nochmal so ein Quäntchen mehr Selbstbewusstsein, da doch mal eine Ecke schneller runter zu düsen, weil man das Rad eben saugeil abbremsen und dadurch auch super gut kontrollieren kann. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie der Daniel den Sattel auf das Rad drauf gespackst hat. Also das erste Mal, dass ich einen Eskiller Brennradsattel fahre. Und was mir jetzt gerade richtig gut auffällt, er ist mega leicht, er ist sauhart, was nicht schlecht ist. Und er ist, hat so eine Welle drin, dass man gerade so beim Bergauffahren auch der jetzt nicht nach hinten rutscht. Habe ich das richtig wahrgenommen, Daniel? Das ist soweit erstmal ganz richtig. Also, du bist ja auf unserem 612R unterwegs. Also quasi passend zum Rad auch auf dem schnellsten Sattel, den es da gibt. Da hast du hinten das hohe Heck, einfach um dich wunderbar abzustützen. Gerade wenn es berghoch geht, ist das super angenehm. Aber auch wenn du richtig mit Kraft ins Pedal drückst, hast du einfach super Halt nach hinten. Ja. Und durch diese tiefer liegende Sattelnase wiederum hast du einfach vorne auf der Nase die Entlastung und den Druck halt am Ende wirklich auf dem Sitzknochen, da wo er sein soll. Ja, mega. Saukompakt, super, danke. An dem Rad ist der Nibel eine neue Pirelli P Zero mit 30 mm drauf gewesen. Das Besondere an dem Reifen ist, dass er nicht nur sauschnell und recht teuer ist, mit 95 Euro, sondern dass es ihn auch in sehr breiten Breiten gibt. So, what's so special about the new P Zero? It's basically all about the casing. We developed on our new factory on a new way to make a tubeless casing that instead of using a textile uses
a layer of rubber, which is special because it has aramid particles inside, so embedded in the rubber, in the polymer chains. That's all what is special about, and so allow for a better mechanical strength of the rubber itself, which normally would be in butyl, that's the standard, and so very weak. So that way we can keep reliability as with a textile, but increase a lot more the flexibility, which results in a much better rolling resistance without compromising on grip reliability and all the other features, which was all the point of the development. You're going there to change your saddle? Corey hilft mir gerade jetzt noch das Rad zurückzubringen. Thanks, Corey. For... Yeah, you know, das ist good. What? Also es ist wieder. Es war jetzt halt mega Vergnügen, hier mit dem Rad unterwegs zu sein. Ein Rennrad muss keine 12.500 Euro kosten, damit es Spaß macht. Bitte nicht missverstehen. Aber mir macht Rennradfahren gerade richtig viel Spaß. Ich nehme jetzt den Sattel mit nach Hause. Ich nehme die Reifen mit nach Hause und dann wollen wir das Ganze mal auf einem Rad daheim testen. Ein bisschen länger auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne dabei bleiben. Wir gehen jetzt gleich nochmal graveln. Kommt auch ein neues Video dann. Und wenn dir sowas gefällt, gerne abonnieren, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.